und schauen mal rein. Also, das Spiel gegen Dortmund 2-1 verloren, aber jetzt hat folgt Augsburg und wir können mal unser Team loben. Denn das haben die wirklich richtig stark gemacht gegen die Dortmunder. Ganz, ganz klar. 20 Spiele, 22 Punkte haben wir auf dem Konto. Esmann schon länger nicht mehr getroffen. Zumindest hat er nur noch 8 Tore, aber das ist überhaupt kein Problem, denn der spielt eine überragende Saison bisher bei uns. Wir spielen gegen den FC Augsburg. Wir bleiben in derselben Aufstellung, gehen sofort weiter, denn ich bin gerade richtig heiß, hier ein Spiel zu machen bei FIFA. Und wir spielen gegen die Augsburger, gegen den Tabellenletzten. Da muss ein Sieg her, auch wenn das vielleicht einfacher klingt, wie es ist. Aber man darf die nicht unterschätzen, ganz, ganz klar. Die Augsburger also hier zu Hause gegen uns bei strömenden Regen. Ein kleines Derby kann man ja so sagen. Also hier. Ballverlust. Und die Augsburger kommen gleich mal. Wir stehen da recht weit vorne schon. Zu Beginn der Begegnung. Weiter Ball auf Esswein. Aber der, wenn auftitscht, wird der extrem schnell. Aber Esswein ist auch extrem schnell. Und die Augsburger können erstmal nur klären. Es gibt den Einwurf für uns. Mack. Oh, schade. Die Davi kriegt ihn da nicht durch. Lasogga ist da. Kommt auch nicht hin. Da ist die Davi. Nach unten gespielt. Oh, die Augsburger machen das gerade gut. Jetzt rausschieben. Pinola. Nee, Nilsson haben wir. Hier, oh, Nilsson haben wir. Der muss zurück. Der kann da vorne nicht so einfach draufschieben. Nach oben gespielt. Esswein muss draufschieben. Kommt nicht hin. Wieder Esswein. Kommt wieder nicht hin. Jetzt kriegt er ihn. Nee, kriegt er auch nicht. Also, Augsburg versucht erstmal mit viel Ballbesitz das Spiel zu beruhigen und dann vielleicht den entscheidenden Angriff, ja, durchzusetzen, zu erzielen, ein Tor zu machen, was auch immer. Jetzt mal Chandler. Wieder ein schlechter Ball von ihm. Und wieder die Augsburger schön durchgesteckt. Dante muss dahin zum Mann, macht er sehr stark. Unser Neuzugang. Ganz, ganz cool gemacht. Jetzt Lasogga schicken, jawohl. Lasogga ist doch schnell. Lasogga ist doch schnell. Lasogga, aber heieiei. Wird da nicht gefährlich, die Situation. Jetzt vielleicht mal die Flanke. Lasogga nochmal mit der Flanke. Die ist gut. Aber es war abseits. Die war richtig gut, die Flanke von Pierre-Michel Lasogga. Aber Esswein stand da in der Mitte. Leider im Abseits. Mal gucken, ob Jentsch auch so schläft wie zuletzt. Weidenfeller leider nicht. Eieiei. Also, erste gute Aktion von uns nach dieser schönen Flanke von Pierre-Michel Lasogga. Und die Augsburger, sie kommen. Aber nur sehr langsam. Wie gesagt, beruhigen das Spiel immer wieder. Die Davi kommt da auch nicht hin. Und wir gehen jetzt mal einen Ticken offensiver. Und versuchen, die Augsburger viel früher zu stören. Oh, gut gemacht. Mack arbeitet da erst sehr stark mit nach hinten. Und zieht dann an zum Sprint. Robert Mack bringt die Flanke. Lasogga ist da. Kriegt ihn aber nicht im Tor unter. Gute Chance wieder für uns. Mack, der da sich ganz, ganz stark durchsetzt. Auf der rechten Außenbahn. Sehr schön gemacht mit der Flanke dann. Aber das Ding geht leider nicht in den Kasten der Augsburger. So, weiter geht's. Wieder Mack. Schön gemacht. Esswein geht die Linie entlang. Alex Esswein steigt nochmal drauf. Legt ihn sich zu weit vor. Kurz vorm Abspiel. Was macht denn Chandler da? Eier drum. Und die Augsburger. Oh, können sich durchsetzen. Dante muss draufschieben auf Sascha Mölders. Macht er wieder bernstark. Also Dante, ein ganz, ganz starker Einkauf. Hier ein ganz, ganz starker Mann. So, Lasogga. Oben muss doch Mack mit tun. Jetzt tut er mit. Robert Mack. Geht er vorbei, kriegt er den? Nee. Und die Davi gewinnt auch nicht das Kopfballduell. Aber das ist mehr oder weniger klar. Bei so einem Mann, bei so einem kleinen... Ups, was macht denn jetzt Simons da? Der weite Ball auf Sascha Mölders. Wieder gut geklärt von Dante. Ja, das ist klar, dass ein Didavi nicht so viele Kopfbälle gewinnen wird. Dafür ist er auch nicht gebaut. Aber das muss er dann auch gar nicht tun, ne? Ganz klar. Da bräuchten wir, wenn einen Packard vielleicht vorne drin. Wäre eine Option, ihn zu bringen. Um nochmal für ein bisschen mehr Druck zu sorgen. Vor allem dann, wenn es um hohe Bälle geht. Oh, daneben gegrätscht. Was ist denn jetzt los? Lustenberger, den kennen wir doch irgendwo her. Fabian Lustenberger mit der Chance. 32. Minute. Die Augsburger mit der ersten gefährlichen Situation. Und der Ball huscht fast durch zu Didavi. Schade, schade. Und der ist im Aus. Von, ich glaube, Tobias Werner dürfte das sein.
Und wir versuchen jetzt mal wieder ein bisschen Druck aufzubauen. Noch geht nicht viel gegen eigentlich recht harmlose Augsburger. Aber das Problem ist immer, wohin mit dem Ball? Genau sowas meine ich. Da laufen sich die meisten Spieler zu wenig frei, um da vorne wirklich schnellen Kombinationsfußball spielen zu können. Jetzt vielleicht mal. Oh, fast eine schöne, fast schön durchgesteckt hier von Mike Franz auf Lasogga. Aber eben nicht ganz. So, jetzt drauf. Kommt schon, Jungs. 40. Minute ist. Sprich, wir haben bald Halbzeit. Und wir müssen schauen. Jetzt die Augsburger mit der Flanke, mit dem Tor. Der 18. führt. Gogia mit dem 1-0. Ich hoffe, man spricht ihn richtig aus so. 42. Minute. Unsere Krise geht weiter, oder was? Die Flanke in die Mitte. Nicht gut aufgepasst. Pinola ist nicht da. Und dann das 1-0 für die Augsburger. Ja, das gibt's doch nicht. Also gegen Augsburg dürfen wir einfach nicht verlieren. Jetzt mal Esswein. Gut gemacht. Alex Esswein bringt die Flanke. Die war gar nicht so schlecht. Aber Jens stand doch ohne Probleme. Heieiei. Lasogga kommt nicht hin. Mack gewinnt das Kopfballduell, aber köpft ihn zum falschen Mann. Mack kommt nochmal, kann ihn sich aber leider... Doch, kann ihn sich holen. Verliert ihn wieder. Hat ihn noch. Nach unten gespielt. So, schön. Da ist Lasogga. Pierre-Michel Lasogga. Schön nach außen auf Javier Pinola. Bringt die Flanke rein. Esswein ist da. Alex Esswein. Aber spitzer Winkel. Kann er aber auch wenig machen hier. Und die erste Halbzeit ist rum. Eine 1-0 Führung für Augsburg, die wir so nicht uns oder nicht erwartet hatten. Auch nicht uns gewünscht hatten, natürlich ganz klar. Aber so ist es leider. Die Augsburger führen durch eine kleine Chance oder durch eine Chance, sagen wir mal so, kurz vor der Halbzeit. Und jetzt gibt es den Freistoß für Augsburg. Ich weiß nicht warum. War für mich kein Foul. Aber gut. Also die Augsburger führen knapp. Verdient kann man nicht sagen. Aber wir hätten es auch nicht verdient, hier zu gewinnen. Ganz klar. Jetzt vielleicht mal. Schön gemacht. Schön durchgesteckt. Aber Esswein läuft da nicht so, wie wir es wollen. Schade, schade. Und wieder die Augsburger gut aufgepasst von Timmy Simmons. Aber dann bringt er den schlechten Ball. Beziehungsweise Lasogga kommt da auch nicht richtig entgegen. Jetzt vielleicht mal. Ah, wieder so ein schlampiger Pass. Einfach in die Füße eines Augsburgers. Das verstehe ich manchmal nicht, wenn man hier einen Ball in den Lauf spielt, dass der immer so blöd kommen muss. Aber gut. Kriegen wir schon noch hin. Lasogga. Pierre-Michel Lasogga. Was macht er? Zieht in die Mitte. Lasogga. Und Esswein kommt nicht hin. Schade, schade. Was gibt's? Es gibt den Elfmeter, oder? Es gibt den Elfmeter. Nach dem Foul von Sanko. So schaut's aus. Lasogga. Simmons tritt an. Was macht er? Timmy Simmons in die Mitte und der Jentsch hält. Mann, Mann, Mann. Simon Jentsch hält den Elfer fest. Die Riesenchance für uns. Der Elfmeter, aber so ungenau, beziehungsweise in die Mitte. Ich dachte, der springt. Esswein. Zurückgelegt. Die Davi. Hochgespielt. Da ist Lasogga. Legt ihn sich zu weit vor. Mann, Mann, Mann. Das war die Riesenchance. Nach dem Elfmeter. Leider haben wir sie nicht nutzen können. Und die Augsburger, die wird das natürlich stärken hier. Die werden jetzt nochmal alles geben, auch wirklich diesen Sieg hier zu Hause ja zu behalten, in trockenen Tüchern zu bekommen. Aufgepasst, Esswein. Rübergelegt. Franz bringt die Flanke, die war eigentlich gar nicht so schlecht, aber geblockt hier von den Augsburgern. Wieder Franz. In die Mitte gespielt, die Davi, guter Schuss. Aber Jentsch ist da. Und jetzt ist es Zeit zu wechseln. Wir gehen rein. Wir nehmen einen Lasogga raus und bringen einen Peckert. Einen Wiesmeier bringen wir auch für einen Didavi. Und ein Franz geht raus für Mendler. So, drei Wechsel an der Zahl in der 61. Minute. Sprich, volles Risiko hier gegen die Augsburger. Gut aufgepasst von Didavi. Kriegt er ihn nochmal? Nee. Schade. Und wieder die Augsburger. Mack ist gut da. Macht das sehr schön, aber kommt leider nicht an den Ball. Jetzt muss er mit zurück. Jetzt muss er mit nach hinten arbeiten. Gegen Tobias Werner. Sehr schön von Robert Mack und kriegt wieder nicht den Ball. Hat da viel Pech gerade. Oder wir haben überhaupt viel Pech in unseren Situationen. Was gibt's denn jetzt?
erstmal den Wechsel und Freistoß für Augsburg anscheinend. Weiß zwar wieder nicht warum, aber gut. Die Flanke kommt rein. Simmons ist da. Macht das gut. Timmy Simmons. So, jetzt vielleicht den Ball holen. Schade, da darf De Jong sich durchtanken. Jetzt hat. Durchgesteckt auf Alex Esswein. Sehr schön. Und dann verliert er ihn, hat ihn aber trotzdem noch. Und verliert ihn nochmal, hat ihn aber wieder. Schön gemacht. So, jetzt nach oben gespielt. Lasogga, nee, Peckert ist das, muss kommen. Die Davi, nee, Wiesmeier haben wir jetzt drin. Auf Esswein. Alex Esswein! Jentsch ist da. Gute Chance für uns. Aber der Ball will irgendwie heute nicht rein. So, gut zugeschoben, aber wir haben wieder das Pech im Zweikampf. Wir sind gut im Zweikampf, aber der Ball springt immer zum Gegner, komischerweise. Werner. Gut aufgepasst von Simmons. Gibt den Eckball für Augsburg und wir schalten jetzt so langsam aber sicher mal auf volle Kanone, auf voll offensiv. Die letzte Viertelstunde bricht an. Was haben wir anderes? Eine andere Wahl. Aufgepasst. Was ist jetzt los? Schön rausgespielt. Nach oben gespielt. Weiter Ball auf Alex Esswein. Den kriegt er leider nicht. Holt ihn sich aber trotzdem noch. Alex Esswein. Alex Esswein. Ausgleich. 79. Minute. Und da tanzt er. Da macht er ein Tänzchen. Sehr schön. Holt er sich dann den Ball zurück. Und erzielt den verdienten Ausgleich. Kurz vor Schluss. Zum 1:1. Riesenbock hier von den Augsburgern in der Verteidigung. Und wir erzielen den Ausgleich. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Wollen wir jetzt noch mehr? Jetzt sind wir heiß auf mehr. Mag gut aufgepasst. Holt ihn oder ja. Es klärt auf Kosten eines Einwurfs für die Augsburger. Und Mack ist wieder da. Oh. Bitteres Foul hier von ihm. Und da gibt es gleich mal Gelb. Mal ein bisschen übermotiviert von mir, hier so in den Zweikampf zu gehen. Gott sei Dank keine rote Karte. 80. Minute. Die Augsburger haben nochmal die Chance. De Jong, Freistoßposition. Pinola klärt. Weiter geht's. Über Esswein. Alex Esswein. Kann er sich durchtanken? Der ist doch schnell. Kommt nicht vorbei. Schade. 82. Noch ist hier nichts gegessen. Gut aufgepasst. Schön gemacht. Wiesmeier. Alex Esswein wieder da. Legt ihn sich schön vor. Alex Esswein zieht ab. Schade. Der will es jetzt wissen, der Gute. Und die Augsburger, schön. Wiesmeier ist da. In die Mitte gespielt, das sollte er nicht hin. Aber Wiesmeier klärt gut. Wird dann irgendwie... Was ist denn jetzt hier los? Eieiei. 87. Kommt schon. Macht hier noch das Tor und ihr seid die Götter hier. Das wäre genial. Schön gespielt, aber zu kurz. Und die Augsburger können nochmal kombinieren. 89. Minute. Pino kommt nicht hin. Lang gespielt. Bayer. Bringt die Flanke rein. Da müssen wir hin. Da sind wir da. Gott sei Dank. Jetzt hat vielleicht die Chance nochmal. Alex Esswein. Was macht er? Alex Esswein. In die Mitte gespielt. Peckert! Gibt's denn das? 90. Minute. Die Führung für den Club. Und was ist denn das für ein Jubel? Die Führung für den Club. 2:1 in Spielminute Nummer 90. Innerhalb von 11 Minuten das Spiel gedreht. Klasse gemacht von Esswein. Spielt in die Mitte und Peckert schiebt ein, macht die Führung für den Club. Unglaublich. Und jetzt nochmal die Chance Wiesmeier, aber jetzt ist es aus. Wir gewinnen mit 2:1 gegen den FC Augsburg. Am Ende doch verdient und gerade noch so rausgespielt. Richtig, richtig geiles Spiel. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel so gerade noch gedreht. Mein lieber Mann, nach einer 1-0-Führung, Rückstand, wir sehen es hier nochmal. Dann der Elfmeter verschossen von Simmons und trotzdem nochmal zurückgekommen durch das Tor hier von Alex Esswein und dann noch von Tomasz Peckert. Okay, Hamburg gegen Köln 1:1. Esswein, der Spieler des Spiels, ist ja klar mit einer 9,0. Und ich muss erstmal durchatmen. Mein lieber, war das ein geiles Spiel.